So, jetzt kommen wir zu Stier. Nachher kommt Zwillinge. Stier. Was ist bei dir los jetzt? Augustmonate. Kann alles kommen, ja? Nein. Nochmal. Ich möchte, dass es rausspringt. Ah ja, das ist gut. Also, schau mal, was das. Es kommt ein Seelengefährt auf dich zu. Ja, das ist ein Seelengefährt. Wow. Also, Stier, wenn du allein bist, es kommt jemanden. Aber, es kommt aber. Was ist noch los bei dir? In Sache Liebe. Es kommt jemand Neues. Aber wo befindest du dich in Sachen Liebe, Stier? Aha. Okay. Schau mal. Schau mal das an. Letzte Karte. Seelenpartner. Und schau diese Karte. Stier, Seelengefährte. Wow. Habe ja gesagt, es kommt jemand Neues. Du befindest dich mit jemandem in Kontakt schon lange. Ja? Ja, nicht 30 Jahre, aber schon eine Zeit lang. Und das ist nur eine Affäre. Du bist glücklich. Ja? Dieser Mensch, der macht dich glücklich. Aber. Schau mal, Schattenthema bei euch ist Eifersucht. Schattenthema, ja? Vor allem gegenüber also die andere Person gemeint, ja? Und das kann so ein Problem werden. Und durch diese Sachen hier, dass du keine Verbesserung siehst, ja? Nicht in die Tiefe geht. Weil es so müsste kommen. Verstehst du, Stier? Du musst dich da loslassen, lass los, damit jemand Neues kommen kann. Zweimal verschiedene Kartendecks. Die gleiche Botschaft: Es kommt ein Seelenpartner in deine Liebeslinien, damit du frei bist für diesen neuen Seelenpartner, weil. Jetzt tut es weh, aber ich lese nur die Karten, ja? Das ist nichts für dich. Das da hat keine Zukunft. Ja? Hier. Er muss seinen Weg gehen und du gehst deinen Weg. Das ist nicht für ewig. Das ist kein Lebensendpartner. Das ist nur ein Lernenpartner gewesen für dich, Stier. Kommst du nach? Okay. Also, wie geht es weiter? Was ist noch bei dir? Was bringst du in Sachen Liebe noch für Themen? Ja? Ist das Heilungsprozess? Ist das Glück, Gnade? Ist das Problem? Wo steckst du hier? Was gibt's für Schattenthemen oder nicht? Wie fühlst du dich? Wie ist dein Gemüt in Sachen Liebe? Ja? Gibt's noch viel zum Deuten. Stier. Alte Wunden ist ein Problem, Schattenthema bei dir. Ja? Du hast noch vieles zum falsche Entscheidung ist ein Problem, siehst du? Das ist das, was du hier. Du klemmst dich so sehr, das merke ich doch. Wegen Erotik. Hier im Bett seid ihr ein Eins. Ja? Das hier hält diese Affäre zusammen. Nur das. Was ist noch für dich?
wichtig, Stier? Ja, was ist da hier noch für dich wichtig? Was kommt in Zukunft für dich? Ich muss schnell mischen, die Karten mischen. Also, drei Zukunftskarten. Hier eine. Über Stier Schicksal. Zukunftskarte, komm. Noch eine, komm. Ja, Schau mal das an. Schau mal das an. Schau mal das an. Schau mal. Dieser jemand kommt, nicht heute auf morgen, Stier, aber kommt, der Richtige. Ja? Seelenpaten. Zweimal Kartenbestätigung, Seelenpaten. Schau mal das an. Du wirst so aufgeregt sein in Zukunft, hier, positive Veränderung, ja, und die Familie, wow, unterstützt dich dabei, ja, unterstützt dich in dieser Phase, du wirst ihn treffen, ja, du wirst ihn treffen, das ist eine romantische Natur, ein loyaler Person, Mann wie Frau. Positive Veränderung, aufgeregt, die Kommunikation wird so schön zwischen euch sein. Toll, toll, ja. Und dieser Mensch, der wird dich umhauen, ja, der hat eine Schönheit in sich, eine Schönheit, hübsch, ja. Der ist so hübsch, genau dein Typ, ja. Wow, Stier. Das ist wirklich eine Zukunftskarte, ja. Du wirst ihn schauen in die Augen und sagst, doch, das ist es. So wirst du erkennen, dein neuer Seelenpartner in Zukunft. Sehr schöne Botschaft hier, wirklich. Wie bist du als Mensch? Wozu guckst du dir? Botschaft an dich, ja? Ja, ui, zwei sind gekommen, ja? Steht Stille, Ruhe, Reinheit, schweigsam, leise. Ganzen, du beruhigst die Menschen in deinem Umfeld. Wow, du leuchtest. Du leuchtest, Stier. Schau mal das an. So viel Wissen und Weisheit umarmt dich. Wundersch, wunderschön. Hier, heftig, bissig, scharfe Verpflichtung, Engagement. Aber no laka. Schau, seine Kämpfernatur. Wahnsinnig, hier die Karten für Stier. Wahnsinnig. Ich möchte noch Karte legen hier. Hier möchte ich noch eine Botschaft für Stier. Wunderschöne Botschaft, Stier, für dich. Ja? Nimm das zu Herz. Ein herzlicher Mensch, ja? Stierleute, Sternzeichen sind sehr mit der Natur verbunden, ja. Geister, Naturgeister, Elementen, hast du Zugang, wenn dich das interessiert und die Natur. Habe immer gehört. So, was ist noch Stier? Nachher kommt Zwillinge. Aber jetzt sind wir bei Stier. Oh, ihr wollt raus. Hey, ihr glaubt nicht, das ist ja wahnsinnig hier. Schau mal das an.
Was habe ich gesagt? Hier, diese Karte bestätigt mir. Warte, ich zeige euch schon, Moment. Schau mal, was steht hier? Stille, Ruhe, Reinheit. Was habe ich vorher gesagt? Wegen der Eule. Hier ist eine Eule oben dran. Ja, hier ist eine Eule. Seht ihr das? Wissen und Weisheit. Und was kommt hier raus? Weisheit, spirituelle Verständnis. Wow! Schau mal das an. Heute sind die Energie so gut. Die Botschaften sind der Hammer. Der Hammer. Schau mal das an. Wow. 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 Frieden. Letzte Karte. Frieden. Wow, diese Karten sind so schön. Frieden, Leute. Das umarmt dich. Noch eine Karte hier für Stier. Nachher kommen die Zwillinge. Eine Liebesbotschaft an dich. Was kommt daraus? Zwei Karten. Schau mal. Abwarten. Überstürze nichts. Lass die Dinge ihren Lauf nehmen, sagt das Universum. Ja, dieser Seelenpartner kommt. Und schau mal, diese Affäre da. Schau mal das an, diese Affäre. Ein Geheimnis hat dieser Mensch auch in dieser Affäre mit dir. Also, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Das ist eben mit diesem Misstrauisch hier. Ja? Also, Stier. Umarme das Neue, sagt mir das Universum an dich. Alles Gute, bye!